Jetzt beginnen wir mit Vers 1. Im Anfang war das Wort. Und jetzt kommt eben die Frage, die bereits gestellt worden ist. Warum wird Jesus Christus hier das Wort genannt? Hat jemand eine Idee? Griechisch Logos. Im Anfang war der Logos. Ja, wer hat? Ja, schon lange angekündigt war. Im Alten Testament sind ja immer wieder Hinweise auf ihn. Aber wieso heißt er dann das Wort? Am Anfang war das Wort. Wie? Es werde, er hat diese Erde und alles auch geschaffen, oder? Aha, weil der Sohn Gottes der Schöpfer war und gesprochen hat. Ja. Wo steht es übrigens, dass Jesus Christus der Schöpfer ist? Wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Wir müssen auch nicht so weit gehen. Bleiben wir doch bei Vers 3. Und durch dasselbe ist alles entstanden. Ja. Genau. Ganz genau. Also da besteht garantiert ein Zusammenhang damit, dass Jesus Christus der Schöpfer ist und er hat alles durch sein gesprochenes Wort ins Dasein gerufen. Es gibt noch mehr Gründe. Das dritte Gebot der 10 Gebote verbietet ja den Missbrauch des Namens Gottes. 2. Mose 20. Und der Name, der Eigenname Gottes, was ist das? Es gibt ja viele Bezeichnungen Gottes, also Elohim, Gott, El, Gott im Sinn der Starke, dann der Herr und so weiter. Viele Benennungen, aber es gibt nur einen Namen Gottes. Wie lautet der? Ich bin. Ja, das ist bereits eine Umschreibung dieses Namens. Jahwe, genau. Drum, in den Geboten, schlagen wir das auf, 2. Mose 20. Vers 7, das ist das dritte Gebot. Wer liest? Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Jawohl. Und da, wo bei Ihnen Herr steht, steht im hebräischen Grundtext der Name Yahweh. Ja. Also man schreibt das J-H-W-H, 4 Konsonanten, und spricht dann aus Yahweh. Diese Konsonanten H, W, H bedeuten auf Hebräisch Sein. Also Yahweh heißt der Seiende. Und darum ist eben Ich bin, der ich bin, ist die Erklärung dieses Namens Yahweh. Also über Echje, Asher, Echje, Ich bin, der ich bin, kann man aus dem Hebräischen auf 9 Arten korrekt übersetzen. Ich bin, der ich bin. Aber Echje ist nicht unbedingt Präsenz. Das kann auch, das drückt mehr einfach das Dauernde aus. Das dauernde Ich-Sein. Darum kann man einfach übersetzen, es drückt die Zeitstufe gar nicht aus. Man kann übersetzen, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich sein werde. Ich bin, der ich war. Man kann auch übersetzen, ich war, der ich war, ich war, der ich bin, ich war, der ich sein werde. Oder ich werde sein, der ich sein werde, ich werde sein, der ich bin, ich werde sein, der ich war. Und der langen Rede kurzer Sinn, ich bin der Unwandelbare, der nicht dem Wechsel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterworfen ist. Oder wie Johannes, das schreibt in Offenbarung 1, er grüßt von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Das ist die Umschreibung des Namens Yahweh. Also hier wird gesagt, der Name Yahwehs darf nicht zum Eiteln ausgesprochen werden. Und darum hat man im Judentum schon in vorchristlicher Zeit damit begonnen, damit man hier nicht schuldig wird, den Namen Yahweh zu ersetzen. Anstatt Yahweh zu sagen, sagt man lieber Herr, Adonai. Und von daher kommt es, dass zum Beispiel die Luther-Übersetzung überall, wo Yahweh steht, Herr hat. Und das ist auch im Neuen Testament
in weit über 100 Fällen so, dass, wo ganz eindeutig nach dem, als Zitat aus dem Alten Testament der Name Jahwe gemeint ist, steht Kyrios, Herr. Schon im Grundtext? Ja, im griechischen Grundtext steht Kyrios für Jahwe. Ja, ich kann das mal schnell zeigen, dass es nicht einfach eine Behauptung ist. Das ist alles, was jetzt die Zeugen Jehovas gern drauf. Ja, ganz genau. Dass man da Jehova hinschreiben kann. Also, das ist Matthäus 1. Nein, Matthäus 3, Vers 3. Liest du, Peter? Denn dieser ist der, von welchem durch den Propheten Jesaja geredet ist, welcher spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seinen Steige. Ja, das ist ein Zitat aus Jesaja 40. Und in Jesaja 40 steht, Stimme eines Rufenden in der Wüste bahnet den Weg Jahwes. Also da, wo Jahwe steht im hebräischen Grundtext, steht hier Kyrios, Herr, als Ersatz für den Namen Jahwe. Der Name Jahwe kommt im Neuen Testament nie vor. Aber es gibt vielleicht etwa 170 Stellen, wo der Name, wo der Ausdruck Kyrios diesen Namen ersetzt. Und das entspricht ganz genau dem, der Lektüre in der Synagoge, wenn der Chazan das Alte Testament vorliest in der Synagoge, jedes Mal, wenn JHWH kommt, liest er Adonai. Ganz automatisch. Das wird nicht ausgesprochen in der Synagoge. Das entspricht dem. Aber die Rabbiner haben auch andere Ersatznamen verwendet. Zum Beispiel Himmel. Shamayim. Und darum haben sie gesprochen von dem Reich der Himmel, um nicht zu sagen das Reich Jahwes. Ja, dieser Ausdruck findet sich 32 Mal im Matthäus-Evangelium, das Reich der Himmel. Jesus Christus kommt ja und predigt und er sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Matthäus 4, Vers 17. Und das ist Shamayim, Ersatz für Jahwe. Das Reich, das Königreich Jahwes ist nun da. Steht doch auch das Reich Gottes, ist dann dasselbe praktisch. Ja, es ist so, das Reich der Himmel kommt nur in Matthäus vor. Und in den parallelen Evangelien steht dann immer Reich Gottes. Das ist also die Entsprechung. Aber das Matthäus-Evangelium wurde eben speziell für Juden geschrieben. Und darum ist das so typisch jüdisch ausgedrückt. Aber es bedeutet dasselbe, es ist sachlich das Gleiche. Ja, oder der verlorene Sohn in Lukas 15 sagt sich, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen meinen Vater. Das heißt, ich habe gesündigt gegen Jahwe. Sie haben zum Beispiel auch verwendet das Wort Gvura, Macht, und vor dem Hohenpriester Kaiaphas sagt der Herr Jesus, ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Das ist zur Rechten Jahwes wird er sitzen. Ich gebe nur die Stelle an, das ist Matthäus 26, Vers 64. Also wieder so ein Ersatzname, den man im Neuen Testament findet. Dann noch ein Ausdruck, man nannte Gott man nannte Jahwe die Majestät. Und das haben wir gerade am Anfang des Hebräerbriefes, da heißt es, Jesus Christus hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Das heißt zu Rechten Jahwes im Himmel. Nun, ein weiterer Ausdruck, der typisch ist für die aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments. Es war so, schon zur Zeit Jesu, da konnten nicht mehr alle Juden im Land Israel gut Hebräisch. Zum Beispiel in Jerusalem, da war es normal, da sprach man Hebräisch. Aber in gewissen anderen Gegenden im Land sprach man als erste Sprache Aramäisch. Und da muss man da in der Synagoge
zuerst ein Vers vorlesen aus der Tora auf Hebräisch und dann wurde das im Stegreif übersetzt auf Aramäisch. Und diese Stegreif-Übersetzungen hat man auch schriftlich, solche hat man auch schriftlich abgefasst und diese Übersetzungen heißen Targumim. Targum heißt Übersetzung auf Hebräisch. Targumim ist die Mehrzahl. Ich habe hier extra deswegen eine Rabbinerbibel mitgebracht, den ersten Band von 8. Da sieht man ganz groß, also die Größe der Buchstaben spielt eine große Rolle. Die größten Buchstaben, das ist der Torah-Text. Jetzt hier 1. Mose. Und dann sieht man, hier auf der Seite gibt es eine kleinere Schrift. Das ist die wichtigste aramäische Targum-Übersetzung. Und das ist der Targum Onkelos. Und dann gibt es hier noch zwei weitere Übersetzungen. Targum Jonathan ben Uziel und Targum Jerusalmi. Die sind kleiner, mit noch kleineren Buchstaben gesetzt. Je nach der Wichtigkeit. Also die Buchstabengröße zeigt, wie wichtig der Text ist. Also der Grundtext ist das Wichtigste. Dann Targum Onkelos, das ist die wichtigste Übersetzung. Alles weiter ist weniger wichtig. Und dann hat man hier eine ganze Reihe von Kommentaren von verschiedenen Rabbinern. Und je nachdem, wie wichtig der Rabbiner ist, desto größer sind die Buchstaben. Das ist eine Rabbinerbibel. So hat man also eine Fülle von verschiedensten Kommentaren in einem Band und gleich noch drei Übersetzungen. Hier. Und in diesem Targumim hat man oft, da wo Yahweh gemeint ist, oder wo es um Yahweh geht, hat man eingesetzt Memra Adonai, das Wort des Herrn. Das war eine Umschreibung für Yahweh. Und jetzt sehen wir, unter diesem Hintergrund heißt Johannes 1, Vers 1, im Anfang war Memra, das Wort. Und das zeigt schon deutlich, Jesus ist Yahweh. Und da sind die Zeugen Jehovas schon erledigt. Ja, weil die Grundlehre, das ist eine Existenzfrage, ihre Grundlehre ist, Jesus ist nicht Yahweh. Und das Johannesevangelium sagt, gleich in den ersten Worten, Jesus ist Yahweh. Im Anfang war das Wort. Und jeder dieser Ersatznamen drückt eben etwas aus, was in dem Namen Yahweh drin ist. Dadurch, dass er der Seiende ist, die Quelle alles Lebens, ist er der Herr. Dadurch, dass er über allem steht, im Himmel thront, das drückt sich aus in Shamayim. Und dadurch, dass er die Quelle alles Lebens ist, gehört ihm alle Ehre, darum die Majestät. Und Gott ist ein Gott, der spricht, der sich offenbart. Er ist ein Gott, der nicht im Verborgenen bleiben will. Und das drückt sich eben aus in dem Ausdruck Wort. Und so beginnt das erste Buch Mose. Gott spricht, Gott schafft, Gott offenbart sich, teilt sich mit. In der Philosophie des 20. Jahrhunderts haben ja manche diese Idee bekommen, wir sind in einem Universum, das keinen Sinn hat, weil alles durch Zufall entstanden ist, und es gähnt uns eine Leere an, es ist niemand, der zu uns spricht. Wir sind in einem schweigenden Universum. Ich habe noch ein Problem, ja. Wenn Jesus Yahweh ist, wie kann er dann zur Rechten Gottes sitzen? Ja, da kommen wir alles drauf. Das kommt dann schon, der nächste Satzteil wird dann da Erklärungen dazu bringen. Aber wichtig, Gott ist ein Gott, der sich mitteilen will, der sich offenbaren will. Und darum wird er genannt, das Wort. Und gerade das ist ein ganz entscheidender Akzent im Johannesevangelium. Gott ist Mensch geworden. Um uns so deutlich, wie es nur irgendwie geht, zu zeigen, wer Gott ist. Der Prolog, also die Einleitung des Johannesevangeliums, geht ja von Vers 1 bis 18. Im Anfang war das Wort. Das zeigt schon, Gott will sich uns offenbaren. Und dann heißt es, Vers 14, wer liest nochmals? Das Wort wurde Fleisch
und wohnte unter uns. Wir haben deine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also jetzt wird hier erklärt, dieses Wort, dieser ewige Gott, ist Mensch geworden, das heißt Fleisch. Und dann, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, hat sich sichtbar gemacht. Und der Prolog endet mit Vers 18, lesen Sie auch noch. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden auf... Nein, 18. 18. Also Vers davor. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ja, kundgemacht. Und zwar geht die Offenbarung über den Sohn. Nicht der Vater ist in die Welt gekommen, nicht der Heilige Geist, der Sohn. Und er hat Gott, den unsichtbaren Gott, mitgeteilt. Und so schließt sich der Prolog. Also im Anfang war das Wort, das schließt sich wieder mit, der Kreis schließt sich mit, der hat ihn kundgemacht. Aber bevor wir weitergehen, wir lesen da im Anfang, welcher Anfang ist damit gemeint? Die Schöpfung. Ja, denn 1. Mose 1 beginnt ja mit... Im Anfang, ja, Bereshit, im Anfang. Da entsteht zuerst der Weltraum und die Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann in einem Prozess von 6 Tagen wird alles vollendet. Nun, der Johannestext sagt, im Anfang war das Wort. Jetzt müssen wir etwas griechische Grammatik miteinander durchnehmen. Das griechische Verbalsystem ist ein wunderbares System. Und zwar ist es so, für ein Verb gibt es im Altgriechischen 450 Formen. Ist nicht schlecht, oder? Und wir können ganz stolz sein, das ist eine indogermanische Sprache, ist also verwandt mit Schweizerdeutsch. Und auch natürlich mit Hochdeutsch. Aber wir merken, dass wir da ein bisschen weniger Formen haben, denn im Schweizerdeutschen kommt man mit etwas mehr als 20 Formen kommt man aus. Ja? Und im Hochdeutschen hat man noch ein paar Formen mehr. Ja, zum Beispiel das Imperfekt haben wir nicht. Ich ging. Wir sagen, ich bin gegangen. Wir haben nur ein Perfekt. Aber damit ihr nicht zu stolz werdet über uns, wir hatten eins. Im 19. Jahrhundert gab es zum Beispiel in Bödeli-Deutsch, in Interlaken, noch das Imperfekt und man sagte, ich ging. Das ist ein Imperfekt, das ist vollkommen verloren gegangen. Also die Schweizer haben sich da schon ein bisschen weiterentwickelt. Das ist übrigens weltweit zu beobachten, dass alle Sprachen der Welt ihre Formen verlieren. Also je weiter man in der Geschichte zurückgeht, desto reicher sind die Wortformen. Und darum im Altgriechischen hat man eben noch 450. Geht man weiter zurück, zum Beispiel die älteste indogermanische Sprache, die man kennt, ist Sanskrit. Und um die Zeit von Mose hatte man im Sanskrit etwa 600 Formen für ein Verb. Nun, Gott hat für das Neue Testament eine so formenreiche Sprache gewählt wie das Griechische, weil man dadurch Dinge sehr, sehr präzise umschreiben kann. Also man hat nicht nur einfach ein Präteritum, Plusquamperfekt, Perfekt, Präsens und Futur 2, sondern man hat ein Präteritum, ein Plusquamperfekt, wobei ich sagen muss, Plusquamperfekt, da hat man für jedes Verb eben mit einer bestimmten Form, nicht nur einfach zusammengesetzt, wie wir das auf Hochdeutsch machen. Ich hatte genommen. Ja, wir nehmen einfach ein Partizip und sagen noch hatte. Das ist das Präteritum. Und so haben wir ein Plusquamperfekt, einfach durch Zusammensetzung. Aber im Griechischen hat man wirklich für jedes dann eine besondere Form, aus einem Wort. Also Präteritum, Plusquamperfekt, Perfekt, Aorist, Präsens, Futur 1, Futur 2.
Und dann kommen aber noch mehr Formen dazu. Man hat zum Beispiel für den Konjunktiv hat man ganz wieder eigene Formen. Man hat Optativformen, das sind wieder eigene Formen. Also so kommt man dann schließlich auf die 54 Wortformen. Nun, das Prinzip ist das. Man kann im Griechischen ausdrücken, bei jeder Handlung, ob das eine fortdauernde Handlung ist, also in ihrem Verlauf, oder ob das eine punktuelle Handlung ist, oder ob das eine Handlung ist, die geschehen ist und nun zu einem Zustand, zu einem Resultat geführt hat. Man sagt eben, es gibt ein Durativ, das Dauernde, ein Punktual, punktuelle Handlung, oder ein Resultativ, also eine Handlung, die zu einem Ergebnis führt. Zum Beispiel, Christus ist auferstanden, Christus egegertai, das heißt, Christus ist auferstanden und jetzt ist er der Lebendige, der da ist. Das ist perfekt, das ist resultativ und jetzt lebt er. Und jetzt hier haben wir Präteritum. Im Anfang war in Arche ein Hologos und ein ist ein Durativ. Also er war dauernd da. Es heißt nicht, im Anfang kam er ins Dasein, kam das Wort der Logos ins Dasein, sondern der Logos war. Das drückt eben aus, er war Jahwe, der Seiende. Alle Dinge kamen punktuell ins Dasein, in 1. Mose 1, ab dem Zeitpunkt Bereshit, im Anfang. Aber da, wo alles punktuell ins Dasein kam, da war der Logos. Das Wort. Eben um auszudrücken, er ist nicht ins Dasein gekommen, er ist einfach der Seiende, er ist Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ja, ist bis dahin eine Frage? Man kann auch sagen, dass auch mit der Schöpfung eigentlich erst die Zeit angefangen hat. Ne? Gott steht ja eigentlich über der Zeit. Ja, klar, Gott selber ist der Zeit nicht unterworfen und Zeit ist ja, steht in Verbindung mit dem Raum. Also mit dem, dass Gott eben auch den Raum geschaffen hat, Himmel und die Himmel und die Erde, beginnt gewissermaßen das Zeitkontinuum mit erstem Tag, zweitem Tag. Genau. Wie könnte man jetzt jemandem helfen als der Wachturmgesellschaft, wenn er Sprüche 8 anführt? Ward ich geboren vor 10 Uhr anfängen, weil er diese Selbstoffenbarung der Weisheit. Ja. Ja gut, da können wir uns das während der Pause überlegen. Machen wir jetzt 20 Minuten Pause. Reinhold, du hattest noch eine Frage gestellt zu Sprüche 8. Und zwar, wie soll man dann antworten, wenn ihr Lehrer mit Sprüche 8 kommen, wo die Weisheit erwähnt wird, die geboren war vor den Uranfängen? Also Sprüche 8, Vers 24. Oder lies schon von Vers 22 an. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, wie er etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von dem Anfang vor den Ursprüngen der Erde, als noch keine Fluten waren. Wurde ich geboren. Jawohl. Das reicht. Und wer spricht hier? Vers 12, da beginnt es, ich Weisheit, bewohne die Klugheit. Also hier wird die Weisheit Gottes in diesem poetischen Text personifiziert. Die Weisheit Gottes spricht. Und sie sagt, ich war eben schon vor der Schöpfung da und durch mich, durch die Weisheit, sind alle Dinge eben von Gott geschaffen worden. Nun sagt die Weisheit gewissermaßen, ich war geboren, Vers 24. Aber Vers 22 heißt es schon, der Herr besaß mich im Anfang seines Weges vor seinen Werken von jeher. Also die Weisheit ist gewissermaßen von jeher da. Der Herr hatte sich schon im
im Anfang besessen. Und dann wird gesagt, ich war geboren. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja, was ist gemeint mit geboren? Hat denn Gott einmal keine Weisheit gehabt in der Ewigkeit und dann entstand die Weisheit? Das wäre eine Gotteslästerung. Aber geboren heißt eben, dass die Weisheit ist aus Gott hervorgegangen, indem die Weisheit eben aktiv geworden ist. Zum Beispiel in der Erschaffung aller Dinge. Geboren heißt, die Weisheit hat ihren Ursprung in Gott. Aber hier in Sprüche 8 wird gar nicht gesagt, dass die Weisheit Jesus Christus ist. Also es geht hier im Text einfach mal um die Weisheit Gottes. Und weil es ein poetischer Text ist, wird ausgedrückt, die Weisheit war geboren. Um so dichterisch zu erklären, wie die Weisheit ihren Ursprung, ihre Quelle in Gott hat. Aber nicht in dem Sinn, dass die Weisheit einmal nicht da war und Gott wäre ohne Weisheit gewesen. Und natürlich, wenn man dann das Neue Testament liest, merkt man hier, gibt es ganz interessante Parallelen mit dem, was über die Weisheit gesagt wird und dem, was über Jesus Christus gesagt wird, der als ewiger Sohn bei Gott war. Aber wenn nun quasi behauptet wird, ja, schaut mal, hier steht, die Weisheit war geboren, deshalb ist klar, Jesus Christus ist auch einmal entstanden. Er war nicht von Ewigkeit her. Kann man sagen, ja, so können wir nicht argumentieren. Ich meine, schon die Gleichsetzung Weisheit Jesus Christus ist schon mal ein Sprung. Der Text hier sagt nicht, das ist Jesus Christus. Und so müssen wir vom Neuen Testament herkommen. Und da wird ganz klar, wie wir noch sehen werden, Johannes 1 gelehrt, Jesus Christus hat nie einen Anfang seiner Existenz gehabt. Und wenn das klar ist, dann können wir aber doch eine Parallele herstellen mit Sprüche 8, dass wir da eine Beziehung sehen zwischen der Weisheit Gottes und dem Sohn Gottes. Ja? Roger, im Vers 22 heißt es in der Revidierten, der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines. Ja, es ist so, dass das hebräische Wort kana kann bedeuten besitzen oder erschaffen. Ja. Aber im Alten Testament ist eigentlich die Bedeutung besitzen ist die vorrangige. Besitzen, erwerben. Ja. Und darum ist es eigentlich schade, dass die Revidierte hier geändert hat, denn die Alte hatte, der Herr besaß mich im Anfang. Mhm. Gut, jetzt gehen wir weiter zu Johannes 1. Wir haben verstanden, was es heißt, im Anfang war das Wort. Also er war einfach der Seiende an diesem Punkt, wo die Dinge begannen, ins Dasein zu kommen. Und dann wird im nächsten Satzteil erklärt, und das Wort war bei Gott. Das ist eine Überraschung, denn es wird plötzlich unterschieden zwischen Wort und Gott. Das heißt, zwei Personen werden hier unterschieden. Und das bei drückt aus eine Beziehung. Eine Beziehung von Personen. Also, das Wort ist eigentlich Jahwe, aber dann wird doch hier gesagt, das Wort wird jetzt plötzlich als Person unterschieden von Gott und steht mit Gott in einer Beziehung. Aber dann kommt der nächste Satzteil, und das Wort war Gott. Jetzt wird erklärt, man muss ja nicht meinen, weil das Wort bei Gott war, dass das Wort nicht Gott war, sondern das Wort selber ist Gott. Aber nun fehlt hier der Artikel. Es heißt, nicht wahr, im Griechischen setzt man den bestimmten Artikel viel mehr als im Deutschen. Zum Beispiel heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei dem Gott. Also wir brauchen dort im Deutschen keinen Artikel. Wir sagen nicht bei dem Gott, wir sagen bei Gott. Im Griechischen setzt man aber den Artikel, bei dem Gott.
Und dann heißt es aber, und das Wort war Gott, ohne Artikel. Warum fehlt der Artikel? Wie? Die drei Einheit, also das umfasst alles. Ja. Die Wesensart Gottes, ne? Ja, dann würdest du dann würdest du sagen, dann heißt es einfach nur, das Wort war göttlicher Natur. Nein, das Wort war Gott. Wenn stehen würde, das Wort war der Gott, dann würde es heißen, dass das Wort und Gott die gleiche Person ist. Es ist, ich mache jetzt ein bisschen Linguistik. Vorher haben wir griechische Grammatik gemacht, jetzt machen wir allgemeine Linguistik. Wenn zwei Begriffe miteinander in Beziehung gesetzt werden, dann gibt es, dann nennt man das einen Nominalsatz. Also das Wort war Gott, das ist ein Nominalsatz. Das sind zwei Nomen, die miteinander in Beziehung gesetzt werden. Jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von Nominalsätzen. Einen identifizierenden Nominalsatz und den nicht identifizierenden Nominalsatz. Also hier haben wir, das Wort war Gott. Das ist ein nicht identifizierbarer Nominalsatz, weil man kann ihn nicht umdrehen. Das Wort war Gott, das Wort, Gott war das Wort. Das wäre umkehrbar, ja? Aber dadurch, dass jetzt der Artikel fehlt, ist das im Griechischen ein nicht identifizierbarer Nominalsatz, das heißt, man darf ihn nicht drehen. Also man darf nur sagen, das Wort war Gott, aber man darf nicht sagen, das Wort war Gott. Gott war das Wort, ja? Ich nehme ein anderes Beispiel. Gott ist Liebe. Es gibt ein wunderbares Lied, das ist ganz falsch. Aber wenn man es richtig meint, darf man das weiterhin singen. Gott ist die Liebe. Wie steht es im 1. Johannesbrief? Das Lied sagt, Gott ist die Liebe. Und wie steht es im 1. Johannesbrief 4, Vers 10? Gott ist Liebe. Man kann das nicht umkehren. Das ist genau das Gleiche. Ein nicht identifizierbarer Nominalsatz. Gott, also der Gott ist Liebe. Nicht der Gott ist die Liebe. Man kann nicht sagen, die Liebe ist Gott. Denn das wäre Hinduismus. Ja? Also nicht, wenn Mann und eine Frau sich lieben, diese Liebe ist nicht Gott. Aber Gott ist Liebe. Das heißt, sein Wesen ist Liebe, aber nicht die Liebe schlechthin ist Gott. Und darum hat Johannes sich so eindeutig, klar und präzis ausgedrückt, Gott ist Liebe. Und hier schreibt er ganz klar, das Wort war Gott, ohne Artikel. Weil hätte den Artikel geschrieben, wäre das Ganze eine Irrlehre. Dann würde das bedeuten, Gott ist eine Person. Oder? Das Wort ist Gott und Gott ist das Wort. Fertig. Aber gerade dadurch, dass er sagt, das Wort war bei dem Gott, wird deutlich gemacht, jetzt sind zwei Personen, und das Wort war Gott, wird deutlich gemacht, aber es ist nicht die gleiche Person wie Gott vorher. Es sind zwei verschiedene Personen, aber sowohl Gott ist Gott, als auch das Wort ist Gott. Und trotzdem gibt es nur einen Gott. Weil es eben in der Gottheit mehr als in der einen Gottheit mehr als eine Person gibt. Tertullian hat das wunderbar ausgedrückt. Das war ein Jurist, ein lateinischer Jurist im 2. Jahrhundert. Und der hat die Dreieinheitslehre der Bibel wunderbar herausgearbeitet und hat dann auf Lateinisch gesagt, Deus unum est, non unus. Kann man das übersetzen? Gott, er sagt, Gott ist eines, nicht einer. Das heißt, es gibt nur einen Gott, aber er ist nicht eine Person. Oder? Unum ist sächlich und unus ist männlich. Also man kann nicht sagen, Gott ist einer, sondern Gott ist eins.
Und so drückt sich der Herr Jesus übrigens auch aus in Johannes 10, Vers 29, Vers 30. Das ist genau dieser Unterschied. Wer liest? Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, das ist Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Und das Eins ist sächlich. Oder wie, man hat auf Griechisch auch drei Formen. Einer, eine, eines. Und das ist eines, also sächlich. Ich und der Vater sind eines. Eine völlige Einheit in der Gottheit, aber nicht einer. Das würde dann bedeuten, ich und der Vater sind eine Person. Es gibt keinen Unterschied zwischen Vater und Sohn. Aber das sagt der Herr Jesus nicht. Genauso wie das Tertullian sehr schön dann im Lateinischen wieder formuliert hat. Also die... Das heißt, die Einheit des Sohnes und des Vaters ist so total, weil sie zusammen mit dem Heiligen Geist den einen Gott ausmachen. Kann man sagen, sind einig? Oder? Nein, viel mehr. Viel mehr. Wir können uns auch einig sein. Aber ich und der Vater sind eins, das heißt, wir sind eine totale Einheit, weil sie zusammen Gott sind. Aber in zwei Personen. Genau. Beziehungsweise dann, der Heilige Geist wird dort nicht erwähnt, in drei Personen. Ganz genau. Und nun, die Zeugen Jehovas haben das ausgenutzt, dieser fehlende Artikel vor Gott. Und haben gesagt, ja, wenn man so in griechischen Grammatikbuch nachschaut, dann kann der fehlende Artikel kann auch bedeuten, im Deutschen der unbestimmte Artikel. Oder der unbestimmte Artikel, ein Gott. Auf Griechisch sagt man das normalerweise, der unbestimmte Artikel drückt man nicht mit ein aus, sondern einfach, man lässt den bestimmten Artikel weg. Aber der fehlende Artikel hat verschiedene Bedeutungen. Eben wie zum Beispiel hier, muss der unbedingt weggelassen werden, damit man den Satz nicht umdrehen darf. Und der unbestimmte Artikel kann zum Beispiel auch die Betonung legen auf das Wesen, das ausgedrückt wird. Gott ist Liebe, das heißt, Gott ist in seinem Wesen, ist wesenhaft Liebe. Und nun nützen sie das aus und sagen, ja, der fehlende Artikel kann auch mal bedeuten, der unbestimmte Artikel. Also sollte man da übersetzen, und das Wort war ein Gott. So haben sie das ja in ihrer neuen Weltübersetzung gemacht. Und dann sagen sie, ja, Christus ist schon göttlich, er ist ein Gott, aber er ist nicht Jahwe. Was sollen wir mit diesem Unsinn, ein Gott? Dann gäbe es also doch mehrere Götter. Nun, Paulus sagt in 1. Korinther 8, das hat mit Christentum überhaupt nichts zu tun. Die Idee von mehreren Göttern. 1. Korinther 8, Verse 4 bis 6. Liest jemand? Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keine Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Jawohl, also da ist kein anderer Gott als nur einer. Es gibt nur einen Gott, es gibt nicht drei Götter oder zwei. Das ist christliche Lehre. Jetzt aber weiter, Vers 5. Obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, da haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Jawohl. Also, Christen sprechen nicht von mehreren Göttern. Es ist ein Gott.
Die Heiden, die haben viele Götter, viele Herren. Also mit Götter kann man eben diese höheren Mächte ausdrücken, oder man kann sie bezeichnen als Herren, diese Göttermächte. Aber für uns gilt ein Gott und Vater, ein Herr, Jesus Christus. Wir sprechen also nicht über mehrere Götter. Und es ist darum völlig unsinnig zu sagen, das Wort war ein Gott, denn dann müsste man davon ausgehen, also fürs Christentum gibt es mehr als einen Gott. Mindestens zwei Götter. Vielleicht nochmal eine Frage dazu. Wenn hier steht Gott, also das Wort war bei Gott und so weiter und war, ja. Ist dann Gott als Ganzes gemeint oder der Vater gemeint? Da ist bestimmt der Vater gemeint in Vers 1. Und zwar, weil im Johannesevangelium ganz besonders die Beziehung vom Sohn zum Vater dargestellt wird. Da werden wir in Kapitel 17 dann sehr deutlich sehen, wie der Herr Jesus darüber spricht, wie er von dem Vater geliebt war, schon vor Erschaffung der Welt. Also da wird die Beziehung ausgedrückt zwischen Sohn und Vater, Wort und Gott. Und dann wird aber klar gemacht, das Wort war Gott. Und darum fehlt der Artikel. Der darf nicht stehen. Das wäre eine Katastrophe, wenn er stehen würde. Also wenn die Zeugen Jehovas da so viel Wert legen, dass dieser Artikel fehlt, dann müssen wir noch mehr Wert darauf legen. Der darf gar nicht stehen. Ja? Mich verwirrt es, wenn in der Luther eigentlich das steht und Gott war das Wort. Also war das, was du sagst, was man nicht umdrehen kann. In der Luther, lesen Sie es nochmal vor. Ja, in der Luther heißt am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Ja, das ist also falsch. Ist das Luther wie viel? Luther 84. Wer hat Luther 12? Ist das Luther 84, nehme ich an, ja. Wer hat Luther 1912? Hat das jemand? Corinna? Hast du keine Luther 15 plus Besatz? Ja, ich habe es auch so. Ursula, du hast Luther 1914? Steht auch so. Gott war das Wort. Ah. Ausstreichen. Ja, also und das Wort war Gott. Gut, jetzt gehen wir weiter. Dieses war im Anfang bei Gott. Also wird nochmals betont diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Das Bei ist also ganz wichtig, weil das drückt die Beziehung zweier Personen aus, die wir unterscheiden können. Und jetzt kommt Vers 3. Alles wurde durch dasselbe. Oder man kann übersetzen, alles kam durch dasselbe ins Dasein. Gut, die Zeugen Jehovas, die würden jetzt auch sagen, ja, natürlich, das ist richtig. Denn Christus hat alles erschaffen, aber er selber war die erste Schöpfung von Jehova. Nur Jehova, gewissermaßen der Vater, sei ewig und dann hätte er den Sohn erschaffen und weiter hätte dann der Sohn alles weitere erschaffen. Und dann kann man sagen, ja, was heißt ja hier, alles wurde durch dasselbe geschaffen. Das Wort hat alles geschaffen. Dann sagen sie, ja, das Wort alles kann manchmal im eingeschränkten Sinn gebraucht werden. Also alles im weitesten Sinn, aber nicht ganz absolut. Und das stimmt. Denn Römer 3,23 sagt, alle, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Alle Menschen haben gesündigt und trotzdem gibt es einen Menschen, der nie gesündigt hat. Das ist Jesus Christus. 1. Korinther 15 ist auch ein gutes Beispiel, wo es heißt, ihm ist alles unterworfen, ja, mhm. Und dann kommt der nächste Satz, muss man lesen, weiß ich genau. Und, ja, aber klar, dann ist aber klar, dass der ausgenommen genau, ist, der ihm alles unterworfen hat. Ganz genau. Also alles kann im weitesten Sinn manchmal gebraucht werden. So sprechen wir auch im Alltag, oder? Ich muss immer alles machen. Und wir wissen, dass es da doch ein paar Ausnahmen noch gibt.
das ist ganz normal, das gehört zum Wesen der Sprache. Und normalerweise wird durch den Zusammenhang, wird eben doch klar, was gemeint ist, oder? Das ist auch etwas Schönes in der Sprache, es gibt eine Vieldeutigkeit, aber diese Vieldeutigkeit wird meistens ausgeschaltet durch andere Faktoren. Aber hier ist es eine ganz wichtige Sache, dass das nicht falsch verstanden wird und darum ist hier nicht fertig. Alles kam durch dasselbe ins Dasein. Und ohne dasselbe, ohne das Wort, kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Das ist die Aussage, wird umgekehrt, wie Mathematik, oder? Also, das Wort hat alles erschaffen. Und jetzt erkläre ich, was alles bedeutet. Es gibt auch nicht eines, das da ausgeschlossen ist. Also das Wort alles schließt jedes Ding ein und kein Ding aus. Ich habe das auch schon erklärt in einer früheren Bibelklasse. In einem amerikanischen Gerichtsprozess musste erklärt werden, was das Wort all bedeutet. Alles. Und da haben sie erklärt, the word all includes everything but excludes nothing. Dann war es klar. Das Wort alles schließt jedes Ding ein und schließt kein Ding aus. Und genau so mathematisch exakt formuliert Johannes, der Fischer aus Galiläa. Alles ward durch dasselbe. Und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Es gibt also nicht eines, was je ins Dasein gekommen ist, das nicht durch das Wort ins Dasein gekommen ist. Und dann kann man sagen, ja und jetzt? Jetzt sagt ihr trotzdem, es gibt. Und doch gibt es etwas. Nämlich, das Wort sei zuerst von Jehova geschaffen worden. Und das stimmt nicht. Und da können Sie an die Bibliothek gehen und nachschauen, in allen Wachtürmen und alles durchsuchen. Und Sie finden keine Antwort auf diesen Vers. Und ich habe dann einmal einem Führer der Zeugen Jehovas gesagt, da müssen Sie halt das aus der Bibel rausschmeißen. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und nach 2 Stunden hat er dann gesagt, ich möchte die Diskussion abbrechen, ich habe Angst, dass ich vom Glauben wegkomme. Aber das wäre ja toll gewesen. Also die Aussage ist so klar. Eben manchmal sind Bibelleser sind etwas enttäuscht und frustriert und denken, warum ist die Bibel so kompliziert formuliert? Aber bitte, wir sind so dankbar, dass sie so kompliziert formuliert ist, weil dadurch wird die Sache klar. Ja, die Bibel ist kein Roman, oder? Es gibt ja die Bibel als Roman, aber das ist ein Unfug. Die Bibel ist kein Roman und soll auch nicht als Roman gelesen werden. Und wir müssen die Bibel studieren und lernen und wenn wir das nicht verstehen, auf die Seite legen und warten und dann wieder darauf zurückkommen. Aber die Sache ist so deutlich, bereits in den ersten 3 Versen wird klar gemacht, Jesus Christus ist Gott. Aber in der Gottheit gibt es mehr als eine Person. Und Jesus Christus ist absolut ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Und darum ist er Jahwe, der Seiende. Ich war, der ich sein werde. Ich war, der ich bin. Und so weiter. Und dann wird folgerichtig erklärt in Vers 4, wer liest nochmals? In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jawohl. Also weil er Jahwe ist, der Seiende, ist er die Quelle alles Seins. Alles Lebens. In ihm war Leben. Und dann wird erklärt, und dieses Leben hat eine ganz besondere Qualität. Sie ist gleichzeitig Licht. Und darum ist es auch so interessant, wie der Schöpfungsbericht beginnt. Im Anfang schafft Gott durch sein Wort, sehen wir in 1. Mose 1, und wir sehen auch gleich, wie Gott am ersten Schöpfungstag sein Licht in die Finsternis hineinleuchten lässt. Wenn Gott sich offenbart, kommt das Licht seines Seins, das Licht seines Lebens in die Dunkelheit hinein. Aber wer liest Vers 5 nochmals?
Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Jawohl. Gott offenbart sich zwar und trotzdem realisieren wir bei den Geschöpfen, bei den Menschen, die dieses Licht dankbar annehmen sollten, ist eine so große Finsternis festzustellen, dass sie das Licht nicht wollen. Und darum, Gott hat sich in der Schöpfung geoffenbart als Schöpfer. In der ganzen Logik des Weltalls wäre es doch das Simpelste und Einfachste zu erkennen, dass Gott ist. Und trotzdem wissen wir, in unserer Gesellschaft, in Europa und Nordamerika, ist es ein Konsens, ein gesellschaftlicher Konsens, eine gesellschaftliche Übereinstimmung, dass das nicht von einem Schöpfergott kommt, sondern es ist durch Zufall gekommen. Durch einen Knall, oder? Hat er knallt? Und dann ist es geworden. Das ist eigentlich so tragisch, das zu sehen. Das ist diese Finsternis, die sich der Offenbarung Gottes in der Schöpfung verschließt. Es ist nicht eine Frage des Intellekts, weil ganz intellektuelle, intelligente Leute, die denken, es ist Zufall gewesen. Und dabei haben sie Probleme von Anfang an. Stellt man sich nur mal vor, die ganze Materie des Weltalls sei an einem Punkt konzentriert gewesen. Gut, und dann hat es geknallt. Dann ist alles auseinandergegangen. Ja, dann kann man doch fragen, aber je mehr Materie beieinander ist, desto mehr gibt es doch eine Anziehung zum Zentrum hin. Wenn ganz viel Materie beieinander ist, gibt es ein schwarzes Loch. Und da wird alles verschluckt, sogar das Licht, das vorbeigeht. Ja, aber dann hätte es doch ein schwarzes Loch geben müssen und keine Explosion. Warum hat es denn geknallt? Wer hat geknallt? Das ist die gute Frage. Wer hat geknallt? Also, da müssen Sie sagen, ja, damals haben die Naturgesetze noch nicht, die hat es noch nicht gegeben, die sind erst nachher entstanden. Weil sonst kann es nicht knallen. Also, die müssen schon alles auf den Kopf drehen von Anfang an, ja. Ja, das ist wirklich, es fängt mit unlösbaren Problemen an, da muss man schon mal einfach glauben, es war alles ganz anders. Hat alles noch nicht gegolten, da hat es geknallt, gut. Aber dann müsste ja die Materie in alle Richtungen gleichmäßig verteilt werden. Ja, das wäre zu erwarten. Aber das Dumme ist, jetzt gerade mit in den letzten Jahren, wo man so viel mehr erforschen konnte durch diese Satelliten, durch diese Sonden, da hat man festgestellt, es gibt eine unglaubliche Ungleichheit der Verteilung. Es gibt Gebiete im Weltall, die sind voll von Materie und andere, die sind wirklich praktisch leer. Also völlig ungleich verteilt. Das geht doch nicht. Was macht man? Anstatt anzuerkennen, das Ganze ist Unfug, dann sagt man, ja, wir müssen annehmen, dass es eben noch Materie gibt, die man nicht sehen kann. Schwarze Materie. Und die braucht man, um das Ganze auszugleichen. Und wie viel schwarze Materie? 90%. Um das Ganze zu retten, muss man also annehmen, dass 90% Materie gibt es im Weltall, die kann man nicht sehen und man kann nichts davon irgendwie in Erfahrung bringen. Es ist schwarze Materie, nicht wahrnehmbar. Aber es braucht sie, um weiter an den Knall zu glauben. Gut, aber dann sollte man vielleicht noch merken, jetzt, wenn es mal um die Materie geht, die man sehen kann, stellt man fest, diese Gebiete, wo plötzlich eine Konzentration an Galaxien vorkommen, die sind in ganz bestimmten Abständen. Komisch, oder? Wenn es einfach geknallt hat, dann gibt es nicht einfach so schön bestimmte Abstände. Und so könnte man weiterfahren bis zu den Planeten. Da hat man gemerkt, die Planeten, die um die Sonne kreisen, die sind in ganz bestimmten Abständen voneinander. Und die Abstände stehen in einer bestimmten mathematischen Reihe. Also Abstand von Sonne bis zu Merkur, dann bis Venus, dann bis Erde und so weiter bis zu den äußeren Planeten. Da gibt es eine ganz bestimmte mathematische Reihe über die Abstände.
geknallt und dann gibt es solche Reihen. Also es ist unglaublich, Gott offenbart sich so deutlich durch seine Schöpfung, aber dieses Licht wird von der Finsternis nicht erfasst. Das ist mal, wenn es geht um Gottes Offenbarung in der Schöpfung. Aber jetzt hat sich Gott geoffenbart noch dadurch, dass er in die Welt hineingekommen ist als Mensch. Lesen wir weiter, Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er zeugte von dem Lichte, damit alle durch ihn glaubten. Jawohl. Jetzt wird Johannes der Täufer eingeführt, der den Messias, der Vorläufer des Messias war. Und er hat von diesem Licht gezeugt, jetzt eben nicht mehr das Licht durch die Schöpfung, sondern das Licht, das durch das Kommen des Herrn Jesus in die Welt sichtbar geworden ist. Weiter, Vers 9. Vers 7, 8 haben wir noch. Er war nicht das Licht, sondern damit er zeugte von dem Lichte. Das war das wahrhaftige Licht, welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt ward durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Da wird also nochmals betont, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist, aber die Welt im Allgemeinen kannte ihn nicht. Weiter. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Jawohl. Also die Völkerwelt im Allgemeinen kannte ihn nicht, aber er kam in das Seinige und das ist Israel. Übrigens, die Rabbiner sprechen davon, Israel ist das Eigentum Gottes, Jahwes. Und wenn nun Johannes sagt, er, das Wort, kam in das Seinige, dann wird wieder betont, er ist Jahwe. Denn Israel gehört Jesus, Christus. Ja, aber sogar das auserwählte Volk, die Masse des auserwählten Volkes, nahmen ihn nicht an. Und jetzt sehen wir, warum es wichtig ist, Johannes schreibt sein Evangelium so mit großem Abstand. Er hat also die ganze Entwicklung von den vergangenen 60 Jahren gesehen. Und er zeigt, schaut, das Wort ist in die Welt gekommen, die Heidenvölker kannten ihn nicht und nicht mal das auserwählte Volk, die Masse hat ihn auch nicht aufgenommen. Aber, und jetzt kommt Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Jawohl. Also die Welt kannte ihn nicht, das sind die Heidenvölker, die Seinigen, Israel als Nation nahm ihn nicht auf, aber es gibt trotzdem viele, die haben ihn aufgenommen. Und so viele das sind, ob nun Juden oder Nicht-Juden, wieder da 60 Jahre Abstand, da hat Johannes gesehen, wie viele Juden und wie viele Nicht-Juden ihn bereits aufgenommen hatten. Und da kann er sagen, so viele ihn aber aufgenommen haben, die haben das Recht bekommen, Kinder Gottes zu werden. Und die sind aus Gott geboren. Das heißt, Kinder Gottes, sie dürfen jetzt auch zu dem Vater eine Beziehung haben, so wie der ewige Sohn in der Ewigkeit eine Beziehung hatte. Aber sie werden hier nicht genannt Söhne Gottes, sondern Kinder Gottes. Im Johannesevangelium werden wir sehen, Jesus Christus wird immer genannt der Sohn Gottes, nicht Kind Gottes, nie. Um den Unterschied zu machen, der ewige Sohn, das ist etwas Einzigartiges. Aber jetzt Menschen, die ihn aufnehmen, den ewigen Sohn, die dürfen Kinder Gottes werden und kommen auch in diese Beziehung, die der Sohn von Ewigkeit hatte. Das Wort war bei Gott. Wir haben ein bisschen zu lange Pause gemacht. Können wir noch 5 Minuten machen? Oder wenn jemand gehen muss, der darf sich einfach frei fühlen zu gehen. Ist ja normal. Aber dass wir noch bis Vers 18 ganz kurz durchkommen mit ein paar Bemerkungen. Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende ist mir vor, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Jawohl. Also das Wort
wurde Fleisch. Das ist das Schlüsselwort im Johannesevangelium. Fleisch, hebräisch Bassar, ist eine hebräische Ausdrucksweise, um zu sagen Mensch. Also wenn es heißt hier, das Wort wurde Fleisch, dann heißt es, das Wort wurde Mensch. Ganz einfach. Das hat also nichts zu tun mit sündigem Verlangen oder irgendwie. Fleisch heißt einfach Mensch hier. Und Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Und dieses Wort eingeboren, monogenes, heißt der Einzige in seiner Art. Das hat also nicht damit zu tun, dass der Herr Jesus in der Ewigkeit irgendwie ins Dasein gekommen wäre, sondern der Einzigartige, monogenes, heißt, es gibt nur einen ewigen Sohn. Es gibt keine Parallele dazu. Wieder ein wichtiger Gegensatz zu den Kindern Gottes im Vers 12. Ist der Einzige, aber jetzt ist für uns Menschen, sagt Johannes, wir haben die Herrlichkeit anschauen dürfen von diesem ewigen Sohn. Wir haben nun jetzt etwas sehen dürfen von dem, was in der Ewigkeit verborgen war. Ich habe noch eine Frage. Bei ja. Mir steht in der Anmerkung zu diesem einzigen, einzig gezeugten oder einzig geborenen, und das wäre ja wieder ein Widerspruch. Ja, es ist so. Es ist vielleicht irreführend. Monogenes kann bedeuten einzig gezeugt, einzig geboren oder einzigartig. Vom Wort her sind alle drei Übersetzungen richtig. Aber in Verbindung mit dem Johannesevangelium, wo uns eben gezeigt wird, der Sohn hat nie einen Anfang gehabt. Er ist nie ins Dasein gekommen, er war immer, durch ihn ist alles ins Dasein gekommen, dann wird klar, wir sollten monogenes übersetzen als der Einzige in seiner Art. Eben, das ist die Vieldeutigkeit der Sprache, aber die Vieldeutigkeit wird durch die Aussagen im Umfeld, werden die neutralisiert. Und darum ist es ganz klar, der Einzige in seiner Art. Dann noch Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jawohl. Also hier wird gezeigt, wie das Alte Testament hat begonnen mit der Offenbarung an Mose, durch die fünf Bücher Mose. Und jetzt kommt eine noch höhere Offenbarung Gottes, in dem der Sohn Gottes selbst in die Welt gekommen ist. Und diesen Gegensatz, Mose, der das Gesetz bringt, das verurteilt, und dann Jesus Christus bringt die Gnade, die Vergebung möglich macht, diesen Gegensatz werden wir dann später sehen in Johannes 2 bei der Hochzeit von Kana. Das erste Wunder, das der Herr Jesus tut, war Wasser wurde Wein. Und was hat Mose gemacht in Ägypten als erste Plage? Wasser im Blut. Blut spricht eben von Gericht und Tod. Und während der Wein in der Bibel ein Bild ist der Freude und der Gemeinschaft. Das ist dieser Gegensatz. Das Gesetz, das uns verurteilen muss, kam durch Mose, Wasser zu Blut. Und dann die Gnade kam durch Jesus Christus, Wasser zu Wein. Und schließlich Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Jawohl. Also Gott ist für die Geschöpfe eigentlich unsichtbar. Aber Gott hat sich offenbaren wollen und diese Offenbarung geschieht nicht durch den Vater, nicht durch den Heiligen Geist, sondern durch den Sohn. Das ist ein Prinzip, das sehen wir dann durch das ganze Neue Testament hindurch. Gott teilt sich uns mit immer durch den Sohn. Schon in der Schöpfung, der Vater hat die Pläne gemacht. Wir haben gelesen, 1. Korinther 8, Vers 6. Alle Dinge kommen von Gott, dem Vater. Durch Jesus Christus. Die Pläne hat der Vater gemacht, aber der Sohn hat die Schöpfung ausgeführt. Und den Plan der Erlösung steht in Verbindung mit dem Vater, aber der Sohn ist in die Welt gekommen und ist am Kreuz gestorben, nicht der Vater. Und hier der unsichtbare
Gott, den niemand sehen kann, er hat sich geoffenbart durch den Sohn, und zwar dadurch, dass der Sohn Mensch wurde. Und nur dadurch, dass er Mensch wurde, konnte Gott eben sichtbar gemacht werden. Weil Gott in seiner Gottheit könnten wir nicht sehen und leben. Ja, ist noch bis dahin noch eine wichtige Frage zum Schluss. Ja? Ich möchte wissen, wie in der griechischen und hebräischen Bibel dann in den ersten drei Versen, welcher Name für Gott dann eingesetzt ist. Jetzt in 1. Mose 1? Nein, hier in Johannes, die ersten Verse, 1 bis 3, wo immer wieder von Gott die Rede ist. Also das Wort Gott ist auf im griechischen Grundtext immer Theos. Ja, und im Hebräischen? Ja gut, der Grundtext ist ja griechisch. Ja, aber was sagen, das ist ja nun auch bekannt bei den Pharisäern, da gibt es keinen Begriff früher von den Pharisäern aus. Also für Gott, ja, da gibt es Elohim, Eloah, El, es gibt verschiedene Wörter für Gott. Und die sind da gebraucht? Nein, das Johannesevangelium wurde ja ursprünglich aufgeschrieben auf Griechisch, nicht auf Hebräisch. Und darum hat Johannes das übliche Wort für Gott im Griechischen genommen, das heißt Theos. Aber das würde entsprechen im Hebräischen dem Wort Elohim. Ja. Ich habe eine Frage. Ja? Als Schechina war ja Gott anwesend in der Stiftshütte. Ja, also das ist diese Wolkensäule über der Stiftshütte. Hat er da auch gesprochen oder sich irgendeiner Art mitgeteilt oder war es nur so ein sichtbares Zeichen, diese Wolke? Ja, das können Sie nachlesen in 2. Mose 25. Wird die Bundeslade beschrieben und dann heißt es, Gott sagt zu Mose, und zwischen den Cherubim der Bundeslade hervor werde ich mit dir reden und werde dir alles sagen, was du dem Volke sagen sollst. Er hat auch sich nur mit Mose unterhalten, sonst mit niemandem. Also mit Mose gegenüber hat er sich dort akustisch hörbar mitgeteilt. Aber nur ja. Mose gegenüber. Nein, da kann man nichts sagen, denn man findet auch andere Stellen, wo Gott von dort her gesprochen hat. Darum wird auch im Salomonischen Tempel wird das Allerheiligste genannt, Devir. Das heißt eigentlich der Sprachort. Also weil Gott von dort her sich akustisch hörbar offenbaren konnte im Tempel. Ja? Also Jesus ist gekommen, um uns in Beziehung zum Vater zu bringen. Also ich habe neulich gehört, dass ein jüdisch-messianischer Lehrer gesagt hat, die Schrift würde nirgends bezeugen, dass man zu Jesus beten soll, sondern nur zum Vater ist das... Wer sagt was dazu? Jesus Gott ist und Gott ist Vater, ist auch Gott. Ja gut, aber ihm würde... Vater ist ja nicht der Sohn. Aber ihm würde jetzt helfen, ein klarer Schriftbeweis, in der Bibel wird zum Sohn Gottes gebetet. Wo steht das? Apostelgeschichte 7. Aber das müsste er doch eigentlich auch wissen, dann als Bibellehrer. Das ist sein Problem. Also... Johannes, Apostelgeschichte 7, 59, und sie steigten den Stephanus, welcher betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. So ganz klar zum Sohn gebetet. Und dann nicht nur beten, sondern auch anbeten. Die Ältesten in Offenbarung 4 beten das Lamm Gottes an, Offenbarung 5, Vers 9, und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft durch dein Blut. Aus jedem Stamm und Sprache und Volk und so weiter. Da wird das Lamm Gottes wird angebetet. Und dann auch die Engel, Millionen von Engeln in Vers 11 von Offenbarung 5, die rufen mit lauter Stimme, Vers 12, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Also das, Jesus Christus wird, zu ihm wird gebetet, er wird angebetet und man könnte noch eine Fülle von weiteren Stellen bringen. Das heißt auch irgendwo, dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Das jawohl, Johannes 5, genau. Aber direkter muss man wirklich konkrete Stellen, wo gebetet wird. Jawohl, also der Fall ist ganz eindeutig. Und das ist der Beweis, dass Jesus Christus Gott ist. Denn nur Gott, nur Gott darf angebetet werden. Das hat der Herr Jesus dem Teufel gesagt.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also wenn Jesus Christus nicht Gott wäre, dürfte man nicht zu ihm beten. Und konsequenterweise beten Zeugen Jehovas nicht zu Jesus Christus. Aber das Zeugnis der Bibel steht ganz klar ihnen entgegen. Ja, dann wollen wir noch zum Schluss beten.